Laudetur Jesus Christus, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauer zu dieser Live-Übertragung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Wir übertragen am heutigen 22. Sonntag im Jahreskreis vom Petersplatz in Rom das Angelusgebet mit Papst Franziskus. Mein Name ist Silvia Kritzenberger, ich freue mich, dass ich Sie heute durch diese kurze Liturgie begleiten darf. Ich grüße alle, die über unser Partnersender mit uns verbunden sind, EWTN und KTV, Radio Horeb, Radio Maria Österreich und Radio Maria Schweiz. Und mein Gruß geht natürlich auch an alle, die über unsere Webseite, Facebook, Apps und YouTube heute mit dabei sind. Ja, für alle, die uns übers Radio verfolgen und den strahlend blauen Himmel über Rom nicht sehen können, wir haben ja heute 29 Grad, es ist ein wunderschöner Sommertag und die Pilger auf dem Petersplatz warten bereits auf den Papst, der nun gleich wie jeden Sonntag den Engel des Herrn mit uns beten wird. Davor wird er uns wie immer einen Kommentar zum Tagesevangelium vorlegen und zum Schluss werden wir noch die Grußworte an die Pilger und vielleicht den ein oder anderen Appell hören. Ja, bald wird Franziskus ja auch seine nächste Auslandsreise antreten. Die zweite dieses Jahr. Wir erinnern uns, im März hat er den Irak besucht und nun haben die Ungarn und Slowaken Grund zur Freude. Vom 12. bis 15. September wird Franziskus nach Ungarn und in die Slowakei reisen. Anlass der Reise nach Budapest ist der Eucharistische Weltkongress. Papst Franziskus war noch nie in Ungarn. Als einziger Papst hatte bislang Johannes Paul II. Ungarn besucht. Und zwar 1991 und 1996. Wir werden Papst Franziskus auf seiner Reise begleiten und alle öffentlichen Veranstaltungen für Sie live und mit deutschem Kommentar übertragen. Das Programm finden Sie auf unserer Webseite vaticannews.de. Ja, heute haben sich wirklich zahlreiche Gläubige eingefunden. Vorhin war auch schon das Fenster des Arbeitszimmers von Papst Franziskus eingeblendet. Er wird sich jetzt jeden Moment am Fenster zeigen. Ja, und wenn Franziskus im September die Slowakei besucht, wird er dort wohl nur auf vollständig gegen Corona geimpfte Personen treffen. Denn dort sind nur sie zu den Veranstaltungen zugelassen. Mit dieser Maßnahme will man eine radikale Beschränkung der Teilnehmerzahlen vermeiden. Schließlich sollen so viele Menschen wie möglich an den öffentlichen Gottesdiensten teilnehmen können. Beschlossen haben das die slowakische Regierung und die dortige Bischofskonferenz. In Budapest wird Papst Franziskus die Schlussmesse des Eucharistischen Kongresses feiern. Es sind Treffen mit Ministerpräsident Viktor Orban und Staatspräsident Janosch Adler vorgesehen. Der Vorhang bewegt sich, ja, und jetzt sieht man schon Papst Franziskus. Er grüßt die Gläubigen auf dem Petersplatz. Cari fratelli e sorelle. Buongiorno. Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. L'Evangelo della liturgia di oggi mostra alcuni scribi e farisei stupiti. Das heutige Tagesevangelium spricht von Schriftgelehrten und Pharisäern, die sich über das Verhalten Jesu wundern. Sie sind empört, weil seine Jünger essen, ohne vorher die traditionellen rituellen Waschungen vorzunehmen. Sie denken sich, das widerspricht den überlieferten religiösen Vorschriften. Auch wir könnten uns fragen, warum haben Jesus und seine Jünger diese Traditionen vernachlässigt? In fondo non sono cose cattive.
Schließlich sind Dinge wie das Händewaschen vor dem Essen keine schlechten Dinge, sondern gute rituelle Gewohnheiten. Warum also kümmert das Jesus nicht? Weil es ihm wichtig ist, den Glauben wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Das sehen wir immer wieder im Evangelium. Er führt den Glauben wieder auf das Zentrum zurück. Und damit will er etwas vermeiden, was für diese Schriftgelehrten ebenso gilt wie für uns. Die Versuchung, äußere Formalitäten einzuhalten und dabei das an die zweite Stelle zu setzen, was das Herz des Glaubens ist. Auch wir übertünchen unser Herz manchmal. La formalità esterna. Non il cuore della fede. Questo è un rischio. Diese äußere Formalität und nicht das Herz des Glaubens, darin besteht also die Gefahr. Diese Gefahr der Scheinreligiosität, nach außen hin den Eindruck zu erwecken, ein guter Mensch zu sein, die Reinigung des Herzens aber zu vernachlässigen. Da ist immer diese Versuchung, Gott mit einer äußeren Verehrung abzuspeisen. Jesus aber gibt sich damit nicht zufrieden. Jesus will keine Äußerlichkeiten, er will einen Glauben, der mitten ins Herz trifft. So verkündet er der Menge ja auch gleich danach eine große Wahrheit. Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken. Das sind revolutionäre Worte. Nach der damaligen Mentalität glaubte man nämlich, dass bestimmte Nahrungsmittel oder äußere Kontakte unrein machen. Jesus aber kehrt die Perspektive um. Nicht das, was von außen kommt, ist schlecht, sondern das, was von innen kommt. Liebe Brüder und Schwestern, das betrifft auch uns. Wir denken oft, dass das Böse vor allem von außen kommt, vom Verhalten der anderen, von denen, die schlecht über uns denken, von der Gesellschaft. Wie oft geben wir anderen, der Gesellschaft, der Welt, die Schuld an allem, was uns widerfährt? Schuld sind immer die anderen. Die Menschen, die Regierenden, das Pech. Die Probleme scheinen immer von außen zu kommen. Und wir bringen viel Zeit damit, anderen Schuld zuzuweisen. Aber seine Zeit damit zu verbringen, andere zu beschuldigen, ist Zeitverschwendung. Das macht nur wütend, verbittert und hält Gott von unserem Herzen fern. Wie diese Personen im Evangelium, die sich beschweren, sich empören, polemisieren und Jesus nicht annehmen. Man kann nicht wirklich religiös sein, wenn man sich beklagt. Klagen vergiftet. Die porta alla rabbia, al risentimento, alla tristezza, quella del cuore. Es bringt nur Ärger und Traurigkeit des Herzens, und Groll und Traurigkeit verschließen Gott die Tür. Bitten wir den Herrn heute, dass er uns frei davon macht, andere zu beschuldigen. Come i bambini. Und wie das die Kinder tun, die immer sagen, nein, nein, das waren nicht ich, das waren die anderen. Bitten wir im Gebet um die Gnade, keine Zeit damit zu verschwenden, die Welt mit Klagen zu beschmutzen, denn das ist nicht christlich. Vielmehr lädt Jesus uns ein, das Leben und die Welt mit einem Blick zu betrachten, der aus dem Herzen kommt. Wenn wir in uns hineinsehen, werden wir dort fast alles finden, was wir außen verabscheuen. Und wenn wir Gott aufrichtig bitten, unsere Herzen zu reinigen, dann werden auch wir beginnen, die Welt sauberer zu gestalten. Denn es gibt einen unfehlbaren Weg, das Böse zu überwinden, damit anzufangen, es in sich selbst zu besiegen.
Die ersten Kirchenväter, die Mönche, haben auf die Frage, was ist der Weg der Heiligkeit, wo muss ich anfangen, geantwortet, der erste Schritt ist, sich selbst anzuklagen. Klage dich selbst an. Wie viele von euch sind im Laufe des Tages fähig, sich selbst anzuklagen und nicht immer nur die anderen zu beschuldigen? Es ist eine Weisheit, zu lernen, sich selber anzuklagen. Versucht es mal, tut es mal. Es tut wirklich gut. Mir tut es sehr gut, wenn ich es schaffe, es zu tun. Es wird uns allen gut tun. Die Jungfrau Maria, die durch die Reinheit ihres Herzens die Geschichte verändert hat, helfe uns, unser Herz zu reinigen und vor allem das Laster zu überwinden, andere zu beschuldigen und sich über alles zu beklagen. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mii secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni officiamur promissionibus Christi. Grazie in Tua, in questum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Fili Tui, incarnazione in cognovium, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucet ad eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, liebe Brüder und Schwestern, mit großer Sorge verfolge ich die Situation in Afghanistan und nehme Anteil am Leid der Menschen, die um jene weinen, die ihr Leben bei dem Terroranschlag am Donnerstag verloren haben. Und meine Gedanken sind auch bei denen, die Hilfe und Schutz suchen. Ich vertraue die Verstorbenen dem barmherzigen Gott an und hoffe um Hilfe für diese leidgeprüfte Bevölkerung, vor allem die Kinder und die Frauen. Ich bitte alle, den Bedürftigen auch weiter zu helfen und darum zu beten, dass der Dialog und die Solidarität ein harmonisches Zusammenleben herbeiführen mögen. Und Hoffnung für und die Hoffnung auf eine Zukunft für dieses Land.
in historischen Momenten wie diesen können wir nicht gleichgültig bleiben. Das lehrt uns die Geschichte der Kirche. Als Christen ruft uns diese Situation auf den Plan. Und daher mein Appell an alle, ich bitte um Beten, Fasten und Buße. Das ist der Moment, in dem das zu tun ist. Und das meine ich ernst. Das Gebet intensivieren und fasten und den Herrn um Barmherzigkeit und Vergebung bitten. Ich möchte der venezolanischen Bevölkerung meine Nähe bekunden. Die von einer Flutwelle in Mitleidenschaft gezogen wurden, und ich bete für alle Opfer dieser Naturkatastrophe. Mein herzlicher Gruß an die Mitglieder der Bewegung Laudato Si. Danke für eure Bemühungen um unser gemeinsames Haus, vor allem im Zusammenhang des Welttags der Schöpfung. Ein entschiedenes Einschreiten ist gefragt, um die Krise in eine Gelegenheit zu verwandeln. Ich grüße euch alle Römer und Pilger aus verschiedenen Ländern. Vor allem grüße ich die Salesianer und die Gemeinschaft des Seminars von Caltanissetta. Ich grüße die Gläubigen aus dem Veneto und die Gruppe von Lehrern und Schülern aus Litauen. Die jungen Menschen aus Malta, und die Pilger, die von Gubbio nach Rom gepilgert sind, und den Bedürftigen auf den Bahnhöfen beistehen. Per la festa dell'incoronazione dell'effigie della Madonna Nera. La Vergine Santa accompagna il cammino del popolo di Dio. Ich grüße die Gläubigen, die am Fest der Schwarzen Madonna teilnehmen. Sie möge unseren Weg begleiten. Euch allen einen schönen Sonntag. Und bitte, vergesst nicht, für mich zu beten. Gesegnete Mahlzeit und auf Wiedersehen. Ja, das war das Mittagsgebet mit Papst Franziskus an diesem Sonntag vom Petersplatz in Rom. Den Wortlaut der Katechese des Papstes und den Beitrag zu diesem Angelusgebet sowie alle weiteren Infos aus Vatikan und Weltkirche finden Sie wie immer auf der Webseite von Vatikan News und natürlich in unserem kostenlosen Newsletter, den Sie unter rv-news.info bestellen können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die heute mit dabei waren. Das war eine Sendung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Am Mikrofon verabschiedet sich Silvia Kritzenberger. Laudetur Jesus Christus.